Hier das Bild auf so zum Beispiel, da müsste ich mich hören oder so. Und, aber in YouTube kommt das erst 30 Sekunden später an. Noch senden wir nicht. Oder sind wir schon? Doch, wir sind auf Sendung. Ha, peinlich. Trotzdem machen wir jetzt einen kurzen Test. Ja, funktioniert. Das kann jetzt jeder schon hören.
Herzlich willkommen an alle Zuschauer in unserem letzten Vortrag vor der Sommerpause hier in der Vortragsreihe der Sternfreunde Münster. Wir senden ein letztes Mal, vermutlich ein letztes Mal hier aus dem ja, sozusagen Sendestudio im LWL-Museum für Naturkunde, von dem wir auch die Vorträge des Planetariums übertragen hatten. Und hier werden wir jetzt dann wahrscheinlich im Herbst nicht mehr sein. Ab nächsten Monat gehen wir in die Sommerpause. Ab Herbst geht es dann weiter mit unseren Vorträgen, dann aber wieder live vor Ort. Nicht im Planetarium, so wie zuvor üblich, sondern dann im Foyer des Museums, das dann unser improvisierter, aber eigentlich voll ausgerüsteter Vortragssaal sein wird, bis zur Wiedereröffnung des Planetariums, das ja im Umbau befindlich ist, irgendwann im Frühjahr, das genaue Datum steht noch nicht fest, im Frühjahr 2022. So, jetzt aber zum Thema. Bei mir ist Daniel Spitzer, bei mir ist Daniel Spitzer von den Sternfreunden Münster und das Thema des heutigen Abends ist Solargraphie, eine Kunstform und gleichzeitig eine astronomische Beobachtungsform. Also ich finde das ganz großartig, wenn man das so kombinieren kann, Kunst und Astronomie. Daniel ist auch Künstler, von daher passt es super. Hobby-Künstler. Naja, gut, okay. Zu mir hat es nicht gereicht. Alles klar, aber immerhin, also mit Ausstellung in Galerien oder so, ne? Immerhin. Galerien nicht unbedingt, da wird ja verkauft. Na gut, okay, aber mit Bilderausstellung ja, vor auch, für Publikum zum Beispiel. Und von daher bin ich jetzt sehr gespannt auf diesen Vortrag, dieses Thema an der Schnittstelle von Kunst und Astronomie, Solargraphie. Daniel. Danke, Björn. Ja, der Vortrag heißt Solargraphie 2.0, weil ich vor 5 oder 6 Jahren schon mal einen Vortrag zu dem Thema gehalten habe. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich erinnere mich vor ein paar Jahren. Ja, es ist schon ein bisschen her. Damals hatte ich gerade mit dem Thema angefangen und jetzt mit etwas mehr Erfahrung und einigen Experimenten, die in der Zwischenzeit gemacht wurden, möchte ich mal ein kleines Update geben, aber auch das, was ich damals erzählt habe, wird natürlich dabei sein. Jeder, der nicht weiß, was das ist, wird heute im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtet von der Sonne. Um sie nicht länger auf die Folter zu spannen, was eine Solargraphie ist, das ist eine Solargraphie. Man sieht unten schon Belichtungszeit 60 Tage, das ist weit abseits dessen, was man so typischerweise in der Astronomie hat, es sei denn, man kumuliert über mehrere Wochen immer wieder die Aufnahmen von einer Nacht auf, von einem Deep Sky Objekt beispielsweise. Man findet das auch oft in Diskussionsforen, da tun sich mehrere Astrofotografen zusammen, fotografieren immer wieder ein Objekt, die Daten werden dann gesammelt und dann von einem Administrator, wenn man so will, dann gesteckt zu einem finalen Bild. Hier hat man nur eine einzige Kamera und beobachtet die Sonne. Das sind diese hellen Linien, die man hat. Details aber dann später. Was spielt alles eine Rolle dabei? Naja, erstmal natürlich so ein kleines bisschen Optik. Wir haben natürlich eine Kamera dafür und Kamera hat auch eine Optik. Astronomie natürlich. Wir beobachten ein astronomisches Objekt mit der Sonne. Man darf ein kleines bisschen basteln, weil es sind keine normalen Kameras, die man da verwendet. Digitale Bildbearbeitung auf relativ einfachen Niveau. Es ist ein fotografisches Verfahren, deswegen haben wir natürlich auch Fotografie. Und es hat auch ein bisschen was von Geocaching, weil diese Kameras auch ganz gut versteckt werden müssen, wenn sie über die mehrmonatige Belichtungszeit nicht entdeckt werden sollen. Der Name Solargraphie ist eigentlich recht selbsterklärend. Solar kennen die meisten Astronomen, heißt Sonne, beziehungsweise von der Sonne und Graphen schreiben. Man schreibt also die scheinbare Sonnenbahn. Die erste Aufnahme dieser Art wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts von Hermann Krone gemacht. Das war ein Fotograf aus, ich glaube, Dresden. Leider habe ich diese Aufnahme nicht mehr gefunden. Er war allerdings wirklich ein Pionier der Fotografie damals, schon vor 1888, und wurde sogar Professor für verschiedene Fototechniken in Dresden und hat dort ein frühes Museum für verschiedene Fotografietechniken eröffnet. Heute gelten Pavel Kula, Slavomir Dečić, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Diego López Calvin als die eigentlichen Erfinder. Und interessanterweise sind zwei davon Polen. Und wenn man mal in sozialen Medien guckt, wie zum Beispiel Instagram, dann findet man die meisten Solargraphien immer noch mit einer polnischen Bildunterschrift. Das scheint in Osteuropa wirklich ein sehr gängiges Hobby oder Verfahren zu sein. Und je weiter man Richtung Westen kommt, umso seltener wird das Ganze. Wirklich verbreitet wurde es von dem Finnen oder der Finnin, ich weiß es bis heute leider nicht, Tarja Trick. Er oder sie hat damals gesagt, man müsste eigentlich mal von jedem Ort eine Solargraphie machen und dann wüsste man, wie die scheinbare Sonnenbahn sich vor Ort abzeichnet. Und er oder sie hat dann eine Plattform ins Leben gerufen, wo man dann diese Solargraphien hochladen kann und da werden die dann einfach gesammelt.
Eben hatte ich schon so ein bisschen was gesagt zu der Belichtungszeit, dass das bei der Solargraphie etwas länger dauert, als man das vielleicht als Amateurastronom oder Hobbyfotograf gewohnt ist. Bei der Sonne ist man in sehr geringen Bruchteilen von Sekunden dabei. Planeten geht auch noch ziemlich flott. Deep Sky, da wird das dann schon ein bisschen anspruchsvoller, auch was die Nachführung angeht. Da ist man dann schon im Minutenbereich für die Einzelbelichtungen bzw. Stunden für die gesamte Belichtungszeit. Bei der Solargraphie haben wir nur eine einzige Aufnahme und die geht über mehrere Monate. Wir haben eben schon in der ersten Solargraphie gesehen, was da zu sehen ist. Wir hatten da so ein paar helle Linien und ich sagte auch eben, es ist die Sonne. Man kann allerdings noch ein bisschen mehr sehen als den reinen Sonnenverlauf selber. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man die Kamera platziert. Man kann beispielsweise Richtung Osten oder Westen eine Kamera ausrichten und sieht dann die Verschiebung des Auf- bzw. Untergangspunktes entlang der Horizontlinie. Oder wenn man sie genau Richtung Süden ausrichtet, ja genau, mehr oder weniger, man kann das vor Ort sowieso nur ganz grob machen, sieht man den Kulminationspunkt und den tiefsten Punkt der Sonne. Und den tiefsten und höchsten Punkt der Sonne gibt eigentlich auch schon vor, wann man diese Kameras verstecken kann. Am sinnvollsten ist es in der Nacht vor der Sommer- bzw. Wintersonnenwende und die Kamera ernten, man nennt das wirklich ernten, beziehungsweise einsammeln der Kameras, dann eine Nacht nach der Winter- bzw. Sommersonnenwende, sodass sie 6 Monate vor Ort ist, um den tiefsten und höchsten Punkt zu detektieren, beziehungsweise den Punkt, der am weitesten westlich und östlich ist, wenn man den Auf- bzw. Untergangspunkt hat. Wenn man so eine Lochkamera mal sieht, wird man denken, das soll eine Kamera sein, was sie im ersten Blick absolut nicht danach aussieht, auch auf den zweiten und dritten Blick nicht. Wenn man sich mal vor Augen führt, was so eine gewöhnliche Kamera, wie sie die meisten zu Hause haben, oder wir haben hier, glaube ich, 4 gerade auf uns gerichtet, dann bestehen die alle nur aus 3 wesentlichen Bauteilen. Einer abbildenden Optik, also irgendeinem Objektiv, einem lichtdichten Gehäuse, das zugleich auch einen Auslöser oder einen Shutter hat, und irgendeinem Nachweismedium, zum Beispiel CMOS-Chip, früher waren es Filme oder CCD-Chip. Und genau dasselbe haben wir in etwas vereinfachter Form bei den Lochkameras auch. Als abbildende Optik haben wir, ja, es ist eine Lochkamera, ne? Logischerweise ein Loch, keine Linse. Das würde uns natürlich auch den Detektor sonst verbrennen bei der langen Belichtungszeit auf die Sonne. Ein Gehäuse, das ist irgendeine Dose. Man kann zum Beispiel eine Bierdose schon nehmen und da eine kleine Lochblende reinstechen. Hier im Beispiel ist es jetzt eine Filmdose, wie man sie früher noch von den analogen Filmen her kennt. Die kriegt man im Internet nachgeschmissen, weil sie bei den Geocachern nämlich auch sehr beliebt sind. Und ein Detektor. Und das ist in diesem Fall direkt das Fotopapier, das im Labor benutzt wird, um Fotonegative auf einen vernünftigen Bildträger zu bannen. Die Lochblende ist eigentlich das Herzstück dieser ganzen Kamera. Dafür braucht man ein bisschen Material, allerdings relativ einfache Sachen. Ein Stückchen Alublech, es kann auch irgendwas anderes sein. Ich habe allerdings mit Stahl- bzw. Eisenblechen etwas schlechtere Erfahrungen gemacht, weil die zu rosten können und dann ist das Loch eben verschlossen und man hat nicht die ganze Belichtungszeit. Deswegen sind so kleine Alubleche, wie sie heute aus Getränkedosen gemacht werden, eigentlich die bessere Wahl. Irgendeine kleine Stecknadel, da sollte man vielleicht vorher einmal im leichten Gegenlicht checken, ob die auch wirklich vernünftig spitz ist, weil ich immer wieder stumpfe Nadeln dabei habe, mit denen das gar nicht so gut geht. Feines Sandpapier, irgendwas so um 400er bis 600er Korn, welches das jetzt genau ist, ist relativ egal. Man braucht auch keine verschiedenen Stärken, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, irgendeins in dieser Größe. Ein Okular zwischen 10 und 15 mm, irgendetwas, meins hat glaube ich 12,4 mm. Das ist unsere Lupe, damit wir das Loch vernünftig kontrollieren können. Man dreht das Okular um, guckt von der Rückseite drauf und versucht dann das Loch in die Schärfeebene des Okulars zu bringen und kann das dann kontrollieren. Als Unterlage zum Stechen hat sich bei mir immer ein sehr dicker Katalog oder eine Fernsehzeitung, Hauptsache irgendetwas aus Papier bewährt. Ich habe jetzt seit kurzem so eine Bastelunterlage und habe es da auch mal versucht. Die sind schon zu weich. Man kommt mit der Nadel einfach zu tief rein und das Loch wird dann zu groß. Das Stechen selber ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Man sticht das so ein kleines bisschen an mit der Stecknadel. Von der Rückseite schmiegelt man dann diesen Hügel, der sich da gebildet hat, ab. Reinigt das so ein kleines bisschen, gegebenenfalls auch mit irgendeiner Flüssigkeit, zum Beispiel Reinigungsflüssigkeit, die man für optische Oberflächen bekommen kann.
prüft dann mit dem Okular, ob alles in Ordnung ist, ob es sauber ist vor allem. Manchmal hilft es schon, so ein kleines bisschen dagegen zu blasen, dann gehen die schlimmsten Krümel auch schon weg. Ansonsten sticht man einfach nochmal von der Rückseite mit der Nadel so ein kleines bisschen nach und fährt dann mit dem Finger über die Nadelspitze, die dann auf der Rückseite durchkommt, drüber. Da braucht man auch keine Angst zu haben, dass man sich da verletzt, weil man mit der Nadel eben nicht so ganz durchgestochen hat. Deswegen kann da eigentlich relativ wenig passieren. Und prüft dann gegebenenfalls nochmal mit dem Okular, dass man einen vernünftigen, sauberen Rand hat. Ich hatte mal einen Kollegen, der Zugang zu einem großen Mikroskop hat und mir das mal vermessen hat, was ich da gestochen habe. Und ich war doch sehr überrascht von der Größe der Löcher. Ich habe ihm 3 Blenden gegeben und die lagen zwischen gut 270 Mikrometer und etwa 300 Mikrometer. Und dafür, dass man einfach nur so eine olle Stecknadel nimmt und so ein bisschen reinsticht, war ich schon sehr überrascht davon, dass man solche kleinen Löcher hinbekommt. Entscheidend ist eben, dass man mit der Stecknadel nicht vollständig durchsticht, weil dann wird das Loch einfach zu groß und weil die Nadel dann einen zu großen Durchmesser hat. Man muss sich so ein kleines bisschen Gedanken machen über die Größe der Kamera. Wie hoch diese Kamera ist, hängt davon ab, wo wir uns auf der Erde befinden. Hier in Münster hat die Sonne einen Höchststand von ungefähr 61 Grad. Und wenn ich weiß, wie groß meine Kamera vom Durchmesser her ist, beispielsweise 40 mm hier im Rechenbeispiel, das wäre so ein graues HT-Abflussrohr, die dafür sehr gut zu gebrauchen sind, dann kann ich einfach ausrechnen über den Tangens des Winkels, dass die Höhe über der beziehungsweise die Distanz vom Boden der Kamera bis zur Lochblende 74 mm betragen muss. Man sollte da nochmal so einen Zentimeter vielleicht draufgeben, zur Sicherheit, damit man so einen kleinen Abschluss hat. Vor allem, wenn man es nachher mal ausdruckt und aufhängen will, dann sieht das nicht so an den Rand gequetscht aus. Nach oben hin braucht man dann auch noch ein kleines bisschen, so etwa 2,5 cm. Meine Lochkameras, die 40 mm Durchmesser haben, sind so typischerweise zwischen 10 und 12 cm hoch. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auf der rechten Seite sehen wir noch, wie das Papier eingelegt ist. Das ist dieser weiße Ring hier, der geht also ganz rum mit einer kleinen Lücke da, wo die Lochblende ist, damit wir sie natürlich nicht von innen verdecken. Und das erklärt, dass wir auch einen sehr, sehr großen Weitwinkeleffekt haben. Wir haben fast 180 Grad Sichtweite. Allerdings müssen wir so ein kleines bisschen Abschattung am Rand immer mit in Kauf nehmen. Das werden wir vielleicht auch bei einigen Beispielen nachher noch sehen. Wir haben dadurch auch eine sehr große Verzeichnung, die nicht ganz linear ist, sondern zum Randbereich immer stärker wird. Wie diese Kameras aussehen, da sind eigentlich der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Die einfachste Variante ist so ein aufrechtes Rohr, habe ich es jetzt mal genannt. Man kann da alles Mögliche nehmen. Das ist jetzt wirklich so ein Exemplar von einem 40 mm HT-Abflussrohr. Das ist eigentlich das typische Ding, mit dem ich auch angefangen habe. Sie ist sehr, sehr einfach zu bauen. Man braucht einfach nur oben und unten nochmal so ein kleines bisschen Deckfläche in die Abflussrohre. Da sie etwas dicker sind, sollte man die Öffnung reinsägen, vor die die Lochblende kommt, weil die etwas dicker ist. Mit einem Bohrer habe ich relativ schlechte Erfahrungen gemacht, weil es zu heiß wird und man kriegt es dann nicht vernünftig gereinigt. Und sie sind sehr, sehr gut versteckbar, weil man immer irgendwo eine Lücke findet, in der man so ein kleines Teil noch reinstecken kann. Der kleine Nachteil ist bei der Ausrichtung nicht so hundertprozentig frei, was die Motivwahl angeht. Ich kann sie eigentlich fast nur Richtung Süden orientieren, weil wenn ich sie Richtung Osten oder Westen ausrichte mit der Lochöffnung, habe ich sehr, sehr starke Verzeichnungen in eine Richtung. Den Auf- oder Untergangspunkt, je nachdem, wie ich sie montiert habe, der sieht noch ganz gut aus. Ich habe dann allerdings nur einen kleinen Bogen durch die Verzeichnung, die ich eben exemplarisch angedeutet habe. Hier rechts sehen wir jetzt mal so ein Beispiel. Das ist, man kann es vielleicht noch hier erkennen, hier am Horizont sieht man das Gersteinwerk in Werne-Stockum in einer Entfernung von etwa 3 Kilometern. Das ist so eine ganz komische Eigenart von diesen Lochkameras. Alles, was nah ist, wird ziemlich gut und auch recht nah abgebildet. Aber sobald wir in die Entfernung gehen, hat man das Gefühl, es sieht nachher noch viel weiter entfernter aus, als es tatsächlich ist. Wenn man vor Ort ist, dann kann man es
dieses Kraftwerk noch sehr, sehr gut erkennen. Es ist sogar relativ dominierend, auch in 3 Kilometern Entfernung noch. Aber hier verschwindet es fast komplett, einfach weil wir auch so einen großen Sichtwinkel haben. Man kann diese Kamera auch hinlegen, dann ist das Loch etwa auf Mitte der Kameralänge. Ist genauso einfach zu bauen wie die andere. Man muss einfach nur die Lochposition ändern. Das Schöne an dieser Kamera ist, man ist etwas freier bei der Ausrichtung. Ich kann sie Richtung Süden ausrichten, so wie die andere eben auch. Ich kann sie aber auch so positionieren, dass ich den Auf- oder Untergangsort der Sonne über den Jahresverlauf detektieren kann. Und wenn ich kleine Abweichungen habe zwischen West Richtung Süd oder sowas, wie man es machen will, hat man eine sehr, sehr hohe Varianz für die Verzeichnung, die die Sonnenbahnen haben. Das war jetzt hier zum Beispiel auch nicht hundertprozentig Richtung, ich glaube, es war Osten, wenn ich es umgekippt habe. Man sieht ihn noch so ein bisschen Richtung Süden, den Kulminationspunkt, aber hier ganz im Außenbereich, da fehlen dann einige Aufgangspunkte. Die sind dummerweise nicht ganz so einfach zu verstecken, weil solche horizontalen Nischen, die sind einfach seltener. Die sind allerdings sehr, sehr gut, um sie auf der Rückseite von Leitplanken beispielsweise mit Magneten zu verstecken. Dafür sind die absolut super. Hier im Beispiel haben wir jetzt mal eine Aufnahme 182 Tage, also ein halbes Jahr von Sommersonnenwende bis Wintersonnenwende, glaube ich, war das. Ist ein anderes Papier als das auf dem letzten Bild, deswegen sieht es auch anders aus. Dazu aber gleich noch mehr. Eine andere Möglichkeit ist, man nimmt eine Filmdose oder irgend so ein Rohr und halbiert das einfach mal der Länge nach. Da kann man eine ganze Menge Fehler machen, weil gerade diese Filmdosen, das ist ein ganz komischer Kunststoff. Wenn man da einmal zu feste drückt, dann rauscht man sofort bis zum unteren Ende durch. Und die Gefahr, dass man dann schief schneidet, die ist sehr, sehr groß. Ich habe da schon einige Kameras weggeschmissen. Das Schöne an denen ist, die sind erstmal sehr, sehr klein und deswegen sind die super versteckbar. Die haben eine nahezu verzerrungsfreie Geometrie, weil sich die Lochblende im Mittelpunkt dieser Krümmung befindet, in der sich das Papier einschmiegt, und es funktioniert in alle 3 Himmelsrichtungen. Ich kann sie also Richtung Westen, Osten und Süden verstecken. Ist nur etwas komplizierter zu bauen. Einmal, weil ich dieses Rohr vernünftig halbieren muss. Ich muss vorne eine Platte haben, die ich lichtdicht da dran kleben muss. Ich hatte ursprünglich kleine Holzplatten davor, die sind mir allerdings immer weggeschimmelt nach einem halben Jahr. Und jetzt werde ich zum ersten Mal so kleine Kunststoffplatten nehmen, die ich aus Eiskartons geschnitten habe. Was man noch nehmen kann, das sind solche kleinen flachen Dosen. Die werden im Internet verkauft als Cremedosen, glaube ich. Gibt es in verschiedensten Größen von wenigen Millilitern. Meine haben ungefähr 40 mm Durchmesser und ungefähr 1,5 cm Höhe. Es geht natürlich auch größer. Man kann auch Keksdosen nehmen von diesen, ich glaube, sie heißen dänische Buttercookies. Man muss allerdings bedenken, irgendwie muss ich das auch noch vernünftig verstecken können. Und solche großen Kameras, die würde ich dann nur noch im heimischen Garten, Balkon, Kleingarten oder was man da hat, verstecken, damit sie einfach nicht entfernt werden. Weil Menschen sind dummerweise sehr neugierig und wenn sie irgendwie sowas finden, dann ist das auch mal ganz schnell weg. Sie sind sehr einfach zu bauen, wie ich da geschrieben habe, weil die Kamera eigentlich komplett vorgefertigt ist. Ich muss nur irgendwie zusehen, dass ich das Papier vernünftig auf der Rückseite befestige. Ich kann natürlich auch hier in alle 3 Himmelsrichtungen fotografieren und weil sie so klein ist, ist sie super versteckbar. Hat eine sehr interessante Verzeichnung wie hier. Das war jetzt nicht so eine exakt so eine Kamera wie links, aber es war dieselbe Geometrie. Eine Variante, die bei mir mittlerweile rausgeflogen ist, das ist die Tic-Tac-Dose. Die ist natürlich schön, weil sie auch ein vorgefertigter kleiner Kasten ist. Sie ist gut zu verstecken, weil sie klein ist, hat auch eine recht geringe Verzerrung, funktioniert auch in alle Himmelsrichtungen. Das Blöde ist, die Teile sind durchsichtig. Und eine Kamera mit einem durchsichtigen Gehäuse ist einfach kontraproduktiv, muss man sagen. Deswegen hat man einen recht hohen Einsatz beim Basteln. Ich habe damals immer schwarzes Fotopapier noch drumherum geklebt und festgetaped. Die Lochblende ist dummerweise auch sehr, sehr schlecht anzubringen, weil die Vorderfront einfach nie so hundertprozentig flach ist. Dieser Kunststoff, der wölbt sich
immer so ein kleines bisschen und da ist es einfach schwierig, so ein Blech, das von sich aus ja auch schon etwas gewölbt ist, vernünftig dran zu bekommen. Man hat eine sehr kurze Brennweite, was nicht unbedingt schlecht sein muss, dafür aber auch eine sehr schlechte Feldausleuchtung, wie man rechts an diesem Beispiel sieht. Im oberen Bildbereich, der in der Kamera während der Belichtung unten ist, kommt eigentlich gar kein Licht mehr an. In ganz wenigen Ausnahmefällen hat das mal funktioniert, ist allerdings reine Glückssache. Ist zwar alles bei der Solargraphie Glückssache, aber hier war es schon fast systematisch, dass es nie so hundertprozentig funktioniert hat und deswegen habe ich die mittlerweile aussortiert. Zur Vollständigkeit habe ich die jetzt aber doch nochmal gezeigt. Hier ist jetzt auch mal so eine Variante, wo ich Richtung Untergang, also Westen fotografiert habe. Da sieht man dann sehr schön, wie sich hier der Untergangspunkt der Sonne über den Jahresverlauf dann verschiebt. Was nachher dabei rauskommt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Diese Fotopapiere sind eigentlich gemacht, um sie unter kurzen Belichtungszeiten zu belichten. Man macht das typischerweise so, ich fotografiere analog relativ wenig, dass man an dieser Schwärzungskurve einen linearen Bereich sucht. Da ist das Ganze noch so ein bisschen vorhersagbar. Wir sind allerdings durch die lange Belichtungszeit schon wesentlich weiter hier rechts in der Kurve. Das wäre wahrscheinlich schon außerhalb des Bildes. Und wir haben Einflussfaktoren, die man normalerweise in einem Fotolabor nicht hat. Zum Beispiel Feuchtigkeit. Je nachdem, wo man die Kamera versteckt, ob das jetzt in städtischer oder ländlicher Lage ist, hat man unterschiedlich häufig Nebel. Habe ich vielleicht noch einen Bach oder ein Gewässer in der Nähe? Ich habe eine Aufnahme gleich dabei, da war beides der Fall. Ich habe es direkt an einer Brücke über einem kleinen Bach im Münsterland versteckt, wo ringsherum nur Felder waren. Also eine sehr, sehr hohe Nebelwahrscheinlichkeit hat. Der pH-Wert in der Kamera kann eine Rolle spielen. Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Blechkamera habe, dann kann das im Inneren rosten und dann wird das Ganze leicht säuerlich und das hat Einfluss auf das Papier. Welchen Papiertyp ich nehme, hat einen gewissen Einfluss. Es gibt PE-Papiere, die haben auf der Oberfläche so eine kleine Polyethylenfolie, um das Papier zu schützen. Es gibt aber auch Baryt-Papiere. Das Alter spielt auch eine Rolle. Ich habe unter anderem Aufnahmen, die habe ich auf Orvo-Papier gemacht. Das ist noch ein Fotopapier aus DDR-Produktion, das ungefähr so alt ist wie ich, vielleicht sogar noch älter. Teilweise auch die Belichtungszeit. Gerade bei Farbpapieren habe ich gemerkt, dass sie irgendwann umkippen und dann ganz andere Farben zeigen, als man das von Natur aus von anderen Fotopapieren gewohnt ist. Sehen wir auch gleich noch. Der Vorgang an sich bei der Solargraphie ist allerdings sehr simpel. Wenn man mal überlegt, dass man bei der analogen Fotografie erstmal das Negativ auf das Fotopapier projizieren muss mit einem recht großen Apparat, dann muss ich das Fotopapier entwickeln in der Dunkelkammer. Ich muss es wässern, ich muss es fixieren, ich muss es wässern. Entwickeln und fixieren machen wir mit Chemikalien. In der Solargraphie scanne ich das Papier einfach und kann es dann direkt digital bearbeiten. Ich habe also einen sehr, sehr straighten Prozess. Vor allem brauche ich mir keine Gedanken machen über die Entsorgung von irgendwelchen Chemikalien. Es ist also extrem sauber und das Papier wird nachher weggeschmissen, weil das ist eh lichtempfindlich. Ich brauche es nicht fixieren. Es gibt Leute, die machen das, um es dann doch noch zu erhalten. Entwickeln ist dagegen sogar kontraproduktiv in diesem Fall, weil es einfach an Kontrast verliert. Ja, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Lochkamera versteckt, holen die ein paar Monate später wieder rein, machen sie auf, ziehen das Fotopapier raus und sehen das hier. Das ist jetzt übrigens ein Papier von Ilford, die haben die Eigenschaft, dass sie in diesem rohen Zustand so ein bisschen lachsartig aussehen. Das Ganze wird eingescannt, das ist jetzt quasi der rohe Scan. Im ersten Schritt wird das Ganze links-rechts gespiegelt, das ist eben so eine Kameraeigenschaft, dass das Ganze dann seitenverkehrt ist. Man sieht hier übrigens im linken Bereich auch diese Abschattung der Kamera, von der ich vorhin mal gesprochen habe. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Manchmal passiert es, manchmal nicht. Gehört einfach dazu. Für mich ist es auch Bestandteil des Bildes nachher. Deswegen schneide ich sowas nicht ab. Im nächsten Schritt kann man Kontrast und Helligkeit anpassen und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus und nicht mehr so flau und es bekommt auch so ein bisschen mehr Kraft insgesamt. Und im letzten Schritt, da kann man auch wirklich mutig sein, die Sättigung aufdrehen. Ich gehe da eigentlich regelmäßig wirklich bis zum Anschlag dessen, was möglich ist. Man braucht dafür auch keine große Fotosoftware wie Photoshop, was gibt es noch, Lightroom oder sonst irgendwas. Ich habe dafür einfach GIMP genommen, weil es billig ist und weil ich es vorher schon kannte.
Ich sagte eben schon was zum Einfluss des Fotopapiers. Bei mir ist es mittlerweile üblich, dass wenn ich ein neues Fotopapier habe, erstmal so eine kleine Filmdose nehme, mir eine Lochkamera baue und das Ganze auf dem Balkon hänge, damit ich mal sehe, was habe ich eigentlich nachher zu erwarten. Ich wähle nämlich später das Fotopapier auch so ein bisschen anhand dessen aus, wo die Kamera mal hängen soll, um einen bestimmten Bildeindruck einfach zu bekommen. Und da spielt die Farbe, die nachher rauskommt, eine ganz besondere Rolle. In diesem Fall hatte ich 20, ich glaube, es waren sogar 23 Papiere am Ende, von denen allerdings ein paar verschimmelt waren und deswegen hier nicht mehr auftauchen, auf dem Balkon positioniert. Die haben also alle dieselbe Belichtungszeit erfahren, hatten alle dieselben äußeren Einflüsse und sie wurden auch alle identisch bearbeitet. Und jetzt fällt erstmal auf, die meisten sehen irgendwie bläulich aus. Das ist auch das Typische, was man meistens sieht. Also mittlerweile erwarte ich auch eher etwas Blaues. Bei ganz wenigen sieht man so eine Terrakotta-Orange-Färbung. Hier in der dritten Zeile, das dritte Bild von rechts, das ist das Papier Formaspeed Variant. Das ist das, mit dem ich angefangen habe. Das war das allererste Papier, das ich gekauft hatte. Und bis heute eigentlich fast noch das Spannendste, weil es bei einer längeren Belichtungszeit in manchen Bildteilen von diesem Terrakotta in ein Eisblau kippt. Es erinnert mich immer an diese Eisbonbons, die meine Oma früher hatte. Deswegen ist das bei mir so ein Eisblau. Man sieht es hier noch nicht, weil die Belichtungszeit noch nicht ausreicht. Auch ein etwas ungewöhnliches Papier ist hier unten das Orvo BN1. Das ist so ein Exemplar aus DDR-Produktion. Gibt es leider nur in sehr, sehr kleinen Formaten. Ich suche seit längerem mal ein größeres, aber es wurde offensichtlich gar nicht hergestellt. Ein drittes sehr auffälliges ist hier das Tetinal Coloride RA4 und der Name sagte schon, es ist ein Farbpapier. In diesem Fall ist sehr, sehr wenig darauf zu erkennen, was aber hauptsächlich daran liegt, dass die Bildbearbeitung angepasst ist auf diese ganzen Schwarz-Weiß-Papiere. Und da haben wir noch so einen Stichpunkt, Schwarz-Weiß-Papier. Die anderen sind alle tatsächlich Schwarz-Weiß-Papiere. Die sind nicht künstlich eingefärbt, sondern die Färbung, die wir hier sehen, die kommt wirklich aus dem Papier raus, weil wir uns so weit abseits dieses linearen Bereichs bewegen. Was dann nachher genau passiert, kann man nicht genau sagen, weil man keinen Einfluss hat auf diese Luftfeuchtigkeit und was da sonst noch alles ist. Man muss sich da wirklich überraschen lassen. Also es ist so ein bisschen Forrest Gump-mäßig, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was dabei rauskommt. Hier unten haben wir schon mal so einen kleinen Appetizer auf das, was da noch kommt. Wenn Feuchtigkeit auf das Papier einwirkt, da bilden sich abstrakte Strukturen, die einen etwas andersartigen, aber doch sehr interessanten Nebeneffekt mit in die Bilder bringen können. Das ist jetzt mal keine Solagraphie, allerdings zeigt es einen ganz interessanten Effekt. Ich mache nebenher hauptsächlich solche Star Trails hatte mal bei einem Vortrag gefragt, kann man da noch Sterne erkennen, beziehungsweise Sternbilder in diesem Fall. Und ich weiß noch ganz genau, wie unser erster Vorsitzende genau hingeguckt hat und selbst er, der wirklich sehr erfahren ist und sich am Himmel extrem gut auskennt, kein einziges Sternbild erkennen konnte. Was sagt das? Der Himmel ist im Prinzip in diesem Fall austauschbar. Das Vordergrundmotiv ist eigentlich das Entscheidende. Und genauso ist es auch bei der Solagraphie. Es macht keinen Sinn, immer leere Felder zu fotografieren, sondern man muss auch mal versuchen, irgendwelche Gebäude oder bestimmte Landschaften, Bäume oder sowas, was man im Vordergrund haben kann, mit auf das Fotopapier zu bannen. In diesem Fall, das Gersteinwerk hatten wir eben schon mal. Hier sind es jetzt nur noch wenige 100 Meter Entfernung, wenn es überhaupt 100 Meter waren. Also es war direkt an der Straße vor mir. Im Vordergrund sieht man sogar noch hier die Eisenbahngleise, die da entlang führen. Nach 182 Tagen sieht das Ganze dann so aus und das ist jetzt wieder das Ilford-Papier. Das bekommt nach seiner Belichtungszeit so einen leicht petrol- bis grünen Stich. Ist eins meiner Lieblingspapiere. Wie gesagt, man weiß vorher nie so genau, was bei rauskommt. Björn, vielleicht erinnerst du dich auch noch, dass ich mal ganz am Anfang hier zwei Lochkameras auf dem Dach des Museums versteckt hatte. Weißt du das noch? Erinnerst du dich noch, dass ich mal ich erinnere mich, dass genau, ich erinnere mich, dass wir mal über Verstecke uns unterhalten hatten, sowohl auf dem Dach als auch auf dem Vorplatz oder am Parkplatz an einem der Pfähle. Genau. Hat es funktioniert? Ich denke ja. Ne? Jein. Damals hatte ich tatsächlich noch Eisenbleche als Lochblenden. Mhm. Bei dem einen ist es mir tatsächlich zugerostet. Deswegen sind die dann irgendwann rausgeflogen. Mhm.
Und das ist das andere. Da hat sich das Papier durch die Feuchtigkeit aufgewellt. Deswegen auch diese harten Kanten, die da senkrecht auftauchen. Das sind die Kanten, wo das Papier sich überlappt hat. Trotzdem finde ich das nicht schlimm. Das Papier war noch da, wurde eingescannt und dann ist, wenn die Kamera noch da ist, ist das schon ein absoluter Erfolg. Bei mir sind typischerweise 25% bis ein Drittel der Kameras nach Ende des halben Jahres weg. Darauf muss man sich einstellen. Menschen sind einfach neugierig, deswegen die Tarnung ist sehr wichtig, sage ich auch gleich noch etwas zu. Aber auch solche abstrakten Bilder haben manchmal ihre Schönheit. Feuchtigkeit hatte ich eben schon angesprochen. Das ist jetzt auch so ein Orvo-Papier. Die zeigen wirklich eine sehr heftige Reaktion auf Feuchtigkeit. Da löst sich die oberste Schicht wirklich ab. Manchmal ist das Papier so feucht, dass ich schon beim Rausziehen des Papiers aus der Kamera ein Stück abgerissen habe. Passiert manchmal. Ich schmeiße sie dann einfach für eine Woche oder sowas in den Nachttisch. Da sind die komplett dunkel, Handtuch drüber, das nimmt auch die Feuchtigkeit auf, es kommt kein Licht dran, dann können die erstmal richtig austrocknen und dann werden die wirklich rausgezogen. Aus Fehlern lernt man. Das war auch jetzt tatsächlich hier so ein Fall im Münsterland, das war die Kamera, die ich eben angesprochen hatte, über einem kleinen Bach, den man jetzt hier leider nicht sieht. Zwischen Feldern, es ist häufig Nebel da und genau das sieht man hier auch. Das Papier hat sich richtig aufgelöst, hier hat sich mal ein Tropfen gebildet, die Oberfläche hier mit angelöst, als die Flüssigkeit runtergelaufen ist. Also ich zeige jetzt natürlich hoch, weil das Papier umgekehrt in der Kamera liegt. Trotzdem, ich finde das eines meiner besten Bilder. Etwas ganz Eigenartiges, was mir immer mal wieder passiert ist, auch gerade in ländlichen Regionen, sind, dass mir Insekten in die Quere kommen. Die obere und die untere Fläche von so einem HT-Rohr muss man natürlich auch lichtdicht verschließen. Ich habe jetzt mehrere Jahre lang schwarzen Fotokarton genommen, habe mir den zurechtgeschnitten und mit Gaffertape oben drauf geklebt. Manche Insekten sind allerdings so hart drauf, die beißen sich durch das Gaffertape und den Fotokarton und machen dann natürlich eine zweite Lochblende. Deswegen sehen wir hier quasi zwei Solagraphien auf einem Fotopapier. Hier, dieser Bereich in der Mitte, das ist die Abbildung der Sonne von der eigentlichen Lochblende, wie ich sie aufgeklebt habe. Und dann hat sich da noch am oberen Ende der Kamera irgendwo so ein kleines Viech durchgebissen und hat mir eine zweite Lochblende auf natürlichem Wege dann da reingemacht und deswegen sehe ich hier zweimal die Sonnenbahn abgebildet. Trotzdem eine coole Aufnahme, vor allem ich mag dieses Blau total gerne. Verstecken der Kamera ist so eine andere Sache. Wenn wir jetzt hier im Vortragssaal wären, würde ich fragen, kann man hier irgendwo die Kamera finden? Ich gebe mir mal so einen kleinen Augenblick, vielleicht können Sie mal gucken, vielleicht sehen Sie ja irgendwas. Findest du es? Ich sehe da nichts, aber ich sehe das auch nicht so groß, wie die Menschen draußen auf YouTube das sehen können bei mir auf dem Kontrollmonitor. Ja, streng dich doch mal an. Ich tippe mal auf einen der schwarzen Punkte, aber es ist wahrscheinlich nur ein Astloch. Ne? Du meinst links an dem Baum? Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Nee. Ich sage es jetzt mal, sie befindet sich da oben. Ja, keine Chance. Also man kann es erkennen, wenn man es weiß. Ja, wenn man es weiß, kann man es erkennen, ja. Ich versuche die immer so ein kleines bisschen zu bemalen mit Acrylfarbe oder wenn man entsprechende Papiere zu Hause hat, kann man sie auch bekleben oder sonst irgendwas. Was super ist, sind getrocknete Eichenblätter, weil die so einen grau-braunen Stich haben, der schon fast an Baumrinde erinnert. Ich sammle regelmäßig im Herbst so ein paar Blätter ein oder knibbel mir irgendwo so ein bisschen Baumrinde ab, die sich eh schon abschält und beklebe dann die Kameras damit, um die besser zu verstecken. Hier habe ich sie mit, man kann es hier am Bildrand so ein kleines bisschen sehen von diesem Inset, mit Kabelbindern festgemacht. Und das ist dann dabei rausgekommen. Vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen. Hier unten ist Haus Rüschhaus. Nach oben sieht man allerdings relativ wenige Sonnenbahnen, wogegen man in der Gräfte unten, in der Spiegelung, sehr, sehr viele sieht. Der Grund dafür ist relativ klar. Ich habe die Kamera im Winter aufgehängt, beziehungsweise ich glaube, es war der 14. Februar. Es gab eine Unwetterwarnung und genau zu Beginn dieser Unwetterwarnung bin ich dann rausgefahren, weil ich dachte, umso weniger Leute sind dann draußen. Es war auch wirklich keiner da. Bin dann aufs Fahrrad geklettert, damit ich die Kamera schön hoch aufhängen kann. Oben sind allerdings dann auch die Äste vom Baum, die sich dann darunter hängen. Und im Sommer, wenn die Sonne hochsteigt, haben die Äste natürlich dann auch Blätter und die verdecken mir dann natürlich die Sonne. Deswegen sehe ich oben bei dem Sonnenlauf keine Sonne mehr oder keine Bahn der Sonne mehr, aber unten in der Spiegelung kann ich sie noch erkennen, weil einfach der Winkel günstiger war.
Wie funktioniert das Ganze so in der Reihenfolge praktisch gesehen? Ich muss erstmal einen Ort auswählen und besuchen, weil ich eine entsprechende Tarnung brauche. Also es macht schon Sinn, sich das vorher zu überlegen. Solche Orte findet man oft per Zufall, wenn man mal mit dem Rennrad rumfährt. So ist es meistens bei mir. Oder man sieht mal irgendein Gebäude und denkt sich, da, das würde ich gerne mal fotografieren mit so einer Lochkamera und suche mir dann irgendwo eine Ecke, wo ich sie auch verstecken kann. Sehr gut sind übrigens diese Wasserschilder für Hydranten. Auf der Rückseite geht das super. Dann bestimmt man die Kameragröße und die Geometrie. Also Beispiel auf der Rückseite von so einem Wasserschild würde ich immer etwas Aufrechtes nehmen. Ob das jetzt so ein halbes Rohr ist oder ein vollständiges Rohr, ist relativ egal. Dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das da fest. Bei mir durchgesetzt haben sich Magnete und Kabelbinder. Tapes haben das Problem, dass sie oft glänzen, nicht in der richtigen Farbe verfügbar sind oder auch mal abgehen können. Montagekleber machen viele, aber ich habe da einfach zu viel Respekt vor dem öffentlichen Eigentum, da irgendwas dran zu kleben. Deswegen würde ich das bleiben lassen. Oder man macht sich irgend so einen Stecker dran, dass man das Ding dann in die Erde rammen kann. Und dann muss man es so als kleinen abgesägten Baumstumpf irgendwie tarnen. Würde auch gehen, habe ich auch schon einmal gemacht. Man muss sich überlegen, wie kann ich das ortsspezifisch vernünftig tarnen, eben bekleben durch trockene Blätter oder Baumrinde, wie ich eben gesagt habe. Habe ich ein Tape in entsprechender Farbe, das nach Möglichkeit auch nicht glänzt? Papiertapes sind sehr gut, die auch so ein bisschen bräunlich sind, die lassen sich auch gut bemalen. Bemalen ist quasi das nächste Stichwort. Mit Acrylfarbe funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann kann man die auch schon aufhängen. Ich plane sowas auch immer so ein kleines bisschen im Voraus. Ich habe jetzt mal die Orte aus, gar nicht gegraut, aber so ein bisschen unscharf gemacht, weil es ist nämlich die Planung fürs nächste halbe Jahr. Da sind mittlerweile noch mal so ein paar Kameras dazugekommen. Ich schreibe mir auf, welche Nummer hat die Kamera. Die sind fortlaufend bei mir nummeriert für jedes halbe Jahr. Den Ort natürlich, welche Kam oder wie die Kamera aussehen soll, also seine Geometrie. Wie will ich sie tarnen? Wie befestige ich sie? Welches Papier soll reinkommen? Mittlerweile ist das natürlich bei allen ausgefüllt. Und irgendein Kommentar. Zum Beispiel hier, alte 16, das ist eine Kamera vom letzten halben Jahr, die habe ich damals nicht aufgehängt, die wird einfach jetzt dran sein. So kann man das über ein halbes Jahr entwickeln, baut seine Kamera und fertig ist. Nur woher bekommt man dieses Material? HT-Rohre, klar, aus dem Baumarkt, relativ simpel. Filmdosen kann man sehr gut auf eBay bekommen für sehr kleines Geld. Cremedosen, wie ich sie eben gezeigt habe, kriegt man bei Amazon. Fotopapier bei diversen Händlern für analoge Fotografie, Beispiel wäre jetzt Foto Impex, aber auch eben eBay, da kriegt man oft diese abgelaufenen Papiere, mit denen man immer noch super Solagraphie betreiben kann für relativ kleines Geld. Oft auch in Konvoluten, dass man verschiedene Papiere hat, um sofort mal so ein paar Tests machen zu können oder auch eine Varianz nachher beim Bildeindruck zu haben. Wer sich da ein bisschen weiter schlauer machen will, der kann im Internet eine ganze Menge finden. Zum Beispiel in dieser Zeitschrift Foto Espresso, da findet man einen wirklich sehr interessanten, teilweise Erlebnisbericht. Den kriegt man als PDF im Internet. Wenn man im Internet ist, dann kann man auch mal die verschiedenen Schreibweisen googeln, statt immer einfach nur Solagraphie. Man findet tatsächlich unterschiedliche Bilder, vor allem eben auch in dieser Schreibform Solarigraphie. Ich vermute, das ist die polnische Variante. Da findet man dann die Aufnahmen vieler polnischer Solargrafen. Auf Instagram natürlich die entsprechenden Hashtags. Man findet auf YouTube noch ein sehr interessantes Video auf Englisch, How to make a 6-month-duration pinhole camera von Justin Quinnell, der auch ein Experte dafür ist. Wenn man kein Englisch kann, ist das in diesem Fall völlig egal. Es reicht dem Kerl auf die Finger zu gucken, um zu sehen, wie der diese Kamera baut. Es gab im Vorfeld so ein paar Diskussionen mit der Redaktion unserer Zeitschrift Andromeda, weil ich da billigste Materialien geschrieben hatte. Und sie sind wirklich billig im Sinne von kostengünstig, aber auch wirklich billig im Sinne von simpel und einfach. So eine Rolle Gaffertape bekommt man schon ab 2 € die Rolle in jedem Ramschladen. Filmdosen kriegt man auf eBay, wie gesagt, für kleines Geld. Ich habe damals für 20 Stück inklusive Versand nur 8 € bezahlt. So eine Dose Red Bull inklusive Pfand, weil man sie ja zerschneidet, um das Blech für die Lochblende zu bekommen, maximal 2 €. Fotopapier
8 Euro, wenn man erstmal ein kleines, billiges nimmt. Das ist jetzt aber auch schon wirklich im Internet gekauft, nicht auf eBay ersteigert. Dann ist man maximal bei 70 Cent für eine Kamera. Also es sind wirklich günstige Sachen, die man vielleicht auch sogar mal im Unterricht machen kann, um zu zeigen, wie sich der Sonnenstand über das Jahr entwickelt. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Shoppen und bedanke mich. Daniel, danke für den super Vortrag. Wie gesagt, Schnittstelle zwischen Kunst und Astronomie. Ich fand sehr spannend, wie diese abstrakten Muster aussehen, wenn da Feuchtigkeit reinkommt. Ja. Vielleicht könnte man nochmal aus künstlerischer Sicht einen Aspekt drüber berichten, so wie kann man das geschickt einstellen, dass die Feuchtigkeit in der richtigen Weise, eigentlich will man das ja nicht. Ne? Aber das wäre so für Künstler interessant, wie man die Feuchtigkeit richtig reinkriegt. Also zunächst einmal, bevor wir weitererzählen, ganz kurz an alle Zuschauer, das wollte ich gar nicht zeigen, hier falsches. So wollte ich es zeigen. Bevor wir weiterreden, an alle Zuschauer noch mal kurz. Natürlich haben wir die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Also gerne im Chat eintippen. Bisher wurden keine Fragen so richtig gestellt, aber natürlich ist die Möglichkeit dafür die ganze Zeit noch da. Daniel, ist es ein Kunstprojekt aus deiner Sicht, auch für Menschen, die sich für Astronomie gar nicht interessieren? Wahrscheinlich weniger, ne? Also es hat was von Schnitzeljagd, es hat was von Kunst, es ist ein super spannendes Projekt auf jeden Fall. Ja, Kunst in dem Sinne vielleicht ein bisschen weniger, weil so das künstliche Einfärben kann man natürlich digital auch machen, aber es ist einfach verpönt. Ich meinte eigentlich mit Kunst auch mehr so die kreative Auswahl des Blickwinkels unter dieser besonderen Perspektive. Ja. Und vielleicht, das war das, was ich so mit Augenzwinkern gerade meinte, dieses fast absichtliche Einfügen von Feuchtigkeit, aber das macht natürlich eigentlich... Ich mache das keinen im Moment. Sinn. Ja? Ja, allerdings ohne Lochblende. Also ich habe eine Aludose, glaube ich, war es. Oben geöffnet, habe da Fotopapier reingesteckt. Oben ist ein Papier, das nur wenig Licht reinlässt. Und ich habe eine Folie drauf gemacht, die ich ein bisschen eingestochen habe, damit Feuchtigkeit reinkommt, aber möglichst wenig Licht. Und hoffe, dass das jetzt einfach mal vernünftig verwittert. Okay. Interessant. Das direkt auf die Solargrafien anzuwenden, ist schwierig. Ich habe das ganz am Anfang einmal versucht. Ich habe die oben nicht richtig abgedichtet, also nicht wasserdicht gemacht, sondern nur lichtdicht gemacht. Irgendwann hat der Regen allerdings dann das Papier so durchgeweicht, dass es gar nicht mehr am Tape gehalten hat. Es war eingesunken, es waren jede Menge Insekten drin. Und natürlich auch viel zu viel Licht ist reingekommen. Deswegen, das hat so nicht funktioniert. Okay. Ja. Und die Papiere reagieren völlig unterschiedlich auf Feuchtigkeit. Es gibt welche, denen ist das völlig egal. Die zieht man nachher so raus und die sehen noch aus wie neu. Natürlich ist da so ein bisschen Struktur raus, aber die haben keine Feuchtigkeitsschäden. Und gerade diese Orvo-Papiere aus der DDR-Produktion, die sind extrem empfindlich, wie ich gemerkt habe. Okay. Jo, also auch, wer es als Kunstprojekt machen will, auch sehr wichtig zu wissen. Gibt es da vielleicht an einem der Foren so über Gegenüberstellung der Papiere mit Feuchtigkeit und bildliche Auswirkungen davon? Okay. Nee. Vielleicht ein Versuch für jemanden, der es interessiert und hier gerade zuschaut und sagt, ich probiere das mal aus. Ich schaue mal in den Chat, was so passiert und gesagt wird. Tatsächlich eine Frage von Sarah Wichers. Wurde die Solargrafie auch früher zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt oder könnte man sie dafür nutzen? Meines Wissens nach wurde sie dafür nicht genutzt. Ich glaube nicht, dass man einen wirklich sinnvollen wissenschaftlichen Nutzen daraus hat. Ich kann noch nicht einmal vernünftig die Sonnenscheindauer bestimmen, weil ich müsste ja jede Linie, die ich sehe, einem bestimmten Tag zuordnen können. Und das wird sehr, sehr schwierig. Gerade zu den Zeiten, die sehr dicht an der Sommer- oder Wintersonnenwende ist, überlappen sich die Linien. Meine allererste Solargrafie hatte ich an einem 24. Dezember aufgehängt, weiß ich noch ganz genau, und habe sie 6 Tage belichtet. Die Linien, die haben sich überlappt. Deswegen bringt das nichts. Was ich eben gar nicht so erwähnt hatte, also man kriegt natürlich für einen vollständig sonnigen Tag eine durchgezogene Linie, ist eigentlich logisch, ne? Für einen Tag, an dem es komplett bewölkt ist, fehlt die Linie und wenn ich zwischendurch mal Wolkendurchzug habe, dann ist die Linie unterbrochen. Also man kann es zur Klimadokumentation oder so benutzen. Im letzten Jahr wäre dann der April sehr hell gewesen und der Mai und richtig. In diesem Jahr ziemlich dunkel vielleicht. Ja. Wahrscheinlich. Also es gibt Leute, die lassen diese Kamera dann tatsächlich auch ein ganzes Jahr hängen, von einer Sonnenwende bis zur nächsten. Aber dann bekommst du es doppelt, ne? Wenn du es ein Jahr hängen lässt.
Jein, nicht doppelt. Also die Idee dahinter ist, dass man mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit die Tage, die vorher eben nicht belichtet waren, durch Wolkenbedeckung in einem zweiten Durchlauf bekommt. Das heißt also, man bekommt dann auf jeden Fall eine nachgezeichnete Linie. Wobei, es lebt ja auch ein Stückchen davon, dass eben nicht alles ein reiner, heller, breiter Streifen ist, oder? Sondern dass du die einzelnen Streifen siehst. Und dafür hilft es ja eigentlich, wenn Bewölkung dazwischen ist. Mitunter statistisch verteilt. Moment. Oder sehe ich was falsch? Also, du hast keinen komplett hellen Bereich. Also die einzelnen Linien unterscheiden sich ja schon noch. Naja, ich dachte, jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, die Sonne läuft Tag für Tag ein bisschen höher oder tiefer, je nachdem, in welchem Teil des Jahres. Dazwischen ist es aber dunkel. Aber ja, aber die Höhe der Sonne und die Sonnenbilder, wenn ich mir so vorstelle, über den Himmel gemalt am heutigen Tag und dann die Sonnenbahn etwas höher am morgigen Tag, die überlappen sich ja. Nicht unbedingt. Also gerade zur Zeit um den Frühlings- oder Herbstpunkt, da sind die wirklich gut genug differenziert. Mhm, okay. Ist wirklich mehr so im ersten und letzten Monat, wo man Probleme hat. Also die Linie selber, die ist unterbrochen bei Wolkendurchzug. Ja, klar, genau, das ist klar. Ja, okay, alles klar. Also für die Astronomie als wissenschaftliches Instrument nicht so interessant, für die Meteorologen vermutlich auch nicht, aber auf jeden Fall kann man da einiges drin sehen. Es ist eine fotografisch-astronomische Spielerei, wenn man so will. Ja, es schreiben sehr viele, vielen Dank. Mirko Wienke schreibt, sehr schöner Vortrag und spannendes Thema. Christiane Wermert schreibt, danke für den interessanten Vortrag, faszinierende Bilder. Und auch andere schreiben, auf jeden Fall mal wert auszuprobieren. Vielen Dank für den Vortrag, toller Vortrag und so weiter. Und andere haben noch über den Namen Tarja diskutiert, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Welchen? Tarja, das hast du ganz am Anfang gesagt. Ich weiß auch nicht. Muss man jetzt hier nicht ausführen, warum und wieso. Gehört jetzt so halb zum Thema. Ja, wenn es noch Fragen gibt, noch besteht die Chance, eine Frage zu stellen. Aber ich würde dann schon mal, nachdem ich gesagt habe, vielen Dank, wir haben noch ein wesentliches Manöver zu vollführen. Bei den Vorträgen der Sternfreunde Münster gibt es immer ein kleines Dankeschön für den Referenten. Daniel kennt das schon und ich habe das hier dabei. Ja, deswegen macht man das hier auch. Das ist meine alte Wasserflasche, das meine ich nicht. Aber wo ist es denn jetzt? Da ist es. Nämlich unser berühmter Sternfreunde Münster Referentenwein. Ich halte das mal hier in die Kamera. So sieht das Ding aus. Heute in der Edition Adlernebel M16. Hat jetzt mit Solargraphie gar nichts zu tun. Leider hatten wir da, vielleicht entwickeln wir da nochmal ein passendes Etikett, so eine Solargraphie-Edition. Das wäre mal ein Kunstprojekt. Wein, Solargraphie, mal schauen. Vor allem für den Sommer. Daniel, konform, Corona-gerecht auf diese Weise. Vielen Dank für den Vortrag. Oh Moment, das müssen wir so machen eigentlich. Jetzt haben wir das Überreichen verpasst. Ist schon okay. Vielen Dank. Genau. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Ich werde dann mal die nächsten Vorträge erwähnen. Wir machen jetzt, wie gesagt, Sommerpause, was die astronomischen Vorträge hier in unserem Kanal angeht. Der nächste Vortrag des Astronomievereins, der Sternfreunde Münster, in der Reihe jetzt, steht leider noch nicht fest. Der wäre rechnerisch am 2. Dienstag im September, aber das Thema steht noch nicht fest. Also
neuer Versuch. Ja, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, woran der Fehler lag. Ich bitte um Verzeihung. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich gerade aufgehört habe. Kann mal jemand im Chat schreiben? Wahrscheinlich nicht. Was ich gerade gesagt habe, als es schlecht wurde. Wahrscheinlich habe ich gerade angefangen, die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Ja, die letzten 3 Minuten, schreibt jemand, waren nichts. Was habe ich vor 3 Minuten gesagt? Ich fange nochmal an mit den nächsten Veranstaltungen. Der nächste Vortrag der Sternfreunde am zweiten Dienstag im September, am zweiten Dienstag im Dezember steht noch nicht fest. Am 5. Oktober ist der erste Vortrag in der Reihe des Planetariums, nicht im Planetarium, das ist zum Umbau weiterhin geschlossen. Aber der nächste Vortrag findet statt am 5. Oktober im Foyer des Museums. Da geht es um Röntgenastronomie. Da haben wir einen Gast vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, der uns berichtet über die neue Mission Erosita, ein Röntgenastronomie-Satellit, der den Röntgenhimmel, den Himmel im Röntgenlicht durchmustert, nach den höchstenergetischen Phänomenen des Universums sucht und diese kartiert. Sehr spannend. 5. Oktober, schauen Sie wieder rein. Ich blende es auch gleich nochmal auf der Abschlussfolie ein. Und dann wollte ich noch auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich schon übermorgen haben wir eine Besonderheit, eine Sonnenfinsternis in Deutschland. Nicht total, es wird nicht finster in Deutschland, sondern die Sonne wird nur zu, je nachdem wo man steht, 10-20% bedeckt. Aber es lohnt sich hochzuschauen mit einer Sonnenfinsternisbrille, wenn man eine hat, mit einer Lochkamera. Das Prinzip Lochkamera haben wir gerade erklärt bekommen. Da gibt es auch Bastelanleitungen für Sonnenfinsternis geeignete Lochkameras online. Wenn man googelt Lochkamera, findet man das. Und tatsächlich gibt es, wenn Sie es online mitverfolgen möchten, einen Livestream der Sonnenfinsternis. Nicht bei uns hier im YouTube-Kanal, sondern im YouTube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin, die das aber für ganz Deutschland, für die GDP, Deutscher Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien, für die VDS, Vereinigung der Sternfreunde, deutschlandweit anbietet mit Live-Schaltungen kreuz und quer durch die Nation. Auch wir aus Münster sind dabei, nicht mit einem Live-Bild, aber mit mir als Moderator. Und da wird man die Sonnenfinsternis auf jeden Fall sehen können, selbst wenn es hier bewölkt ist, dann im Bild aus Kiel, aus Freiburg, aus München, aus Berlin. Da schauen wir also zur Sonne, liefern viele Hintergrundinformationen, haben auch Interviews mit Sonnenforschern dabei und vieles mehr rund um das Thema Sonnenfinsternis. Los geht's um 11.15 Uhr am Donnerstag bis 13.15 Uhr ungefähr, also übermorgen. Den Link finden Sie auf der Website der Sternfreunde und auf der Website des LWL-Museums für Naturkunde. Nicht im YouTube-Kanal wohlgemerkt, da ist es ja nicht, sondern auf der Website, da finden Sie den Link. So, und das zeige ich gleich nochmal, die Termine blende ich gleich nochmal ein auf der Abschlussfolie. Jetzt ganz zum Abschluss nach der Übergabe des Referentenweins nochmal vielen Dank an Daniel für den Vortrag zu diesem guten Thema. Und ein letzter Blick nochmal in den Chat. Ja, Lippen lesen müsste man können, schreibt jemand. Ich habe es jetzt alles normal erzählt. Ich hoffe, klappt jetzt. Und vielen Dank an alle Zuschauer. Haben Sie eine gute Sommerpause, genau wie wir. Und schauen Sie, wie gesagt, wieder rein. 2. Dienstag im September. Schauen Sie auf die Website der Sternfreunde. 2. Dienstag im September und 1. Dienstag im Oktober. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass Sie da waren.